Sehr schön. Ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen näher kommen. Müsst ihr alle so weit wegstehen. Und wie ich gerade gefahren habe, waren wir 121 Fahrzeuge. Also vielen, vielen herzlichen Dank für alle, die mitgemacht haben, die dabei waren. Alle, ich möchte mich auch bei allen bedanken, die das mit organisiert haben, die uns geholfen haben und immer noch helfen am Bratwurststand, die uns geholfen haben beim Austragen der Flyer, um zu zeigen, dass Forst viel, viel mehr ist. Ja. Natürlich danke an die Bauern, an die Handwerker, an die Spediteure, an den Mittelstand, dass die hier mitziehen, weil uns geht es allen an. Und auch für die Bürger, ihr habt es gesehen, die stehen dahinter. Und für den heutigen Tag habe ich mir überlegt, worüber kann man noch was erzählen? Und dann habe ich gesagt, warum stehen wir heute hier? Warum tun wir die Zeit nutzen und uns hier vormittags durch die Stadt fahren und vormittags um 11, 11.30 Uhr an der Kirche stehen? Warum machen wir das am Markt? Ganz einfach, kann ich euch aber eins sagen, weil wir eben nicht auf die Straße gehen wie die, die durch das Demokratiefördergesetz bezahlte Demonstrationen gegen rechts durchführen. Das machen wir nicht. Und dann habe ich mir überlegt, was bedeutet eigentlich rechts? Und das kann jeder mal machen. Ich habe es auch gegoogelt und habe da mal rechts eingegeben und habe es gegoogelt. Und das steht unter Thema Politik. Also wir beziehen uns ja rechts, bezieht sich bei uns ja mal auf die Politik. Und zum politischen politisch-rechten Spektrum gehören, welches insbesondere Kommunismus und Sozialismus ablehnt. Deswegen sind wir 89 auf die Straße gegangen. Also was haben wir verkehrt gemacht? Nichts. Wir haben gemerkt, dass das nicht funktioniert und vielleicht haben wir auch daher ein ganz anderes Gespür wie viele Bürger in Westdeutschland. Ja, weil wir hatten das schon und das hat eben nicht funktioniert. Wir haben aber auch hier keine Menschen, die bezahlt oder genötigt wurden, dass sie hier sind. Und es ist traurig, dass die Regierungsparteien, die in der aktuellen Verantwortung sind, nichts Wichtigeres zu tun haben, als gegen die Opposition zu demonstrieren und dazu aufzurufen. Das tut nicht Not. Sie verunglimpfen noch die Opposition, die die Nähe zum Bürger sucht. Und was bitte sind das für inhaltslose Demonstrationen? Da wird nur von den eigenen Problemen in diesem Land abgelenkt. Das brauchen wir nicht. Ich habe dazu kurz passend die Tage, vielleicht hat der eine und andere das auch gelesen, in der Prignitz haben die Bauern, oder ob die Bauern das waren, weiß ich nicht, in der Prignitz wurde jedenfalls ein Plakat aufgestellt mit dem Text: Grüne und Grünwähler werden bei uns nicht mehr bedient, die deutschen Bauern. Da kann man dazu stehen, wie man möchte. Aber das hat die Staatsanwaltschaft auf Programm gebracht. Und zwar ermittelt die jetzt wegen dem Anfangsverdacht der Volksverhetzung. Ja, und dazu habe ich mir auch mal den Paragraph 130 des Strafgesetzbuches rausgesucht, was bedeutet Volksverhetzung. Und zwar, dieser droht mit Strafe wegen Volksverhetzung gegen den, der die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen der Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet.
vielleicht kennt ihr das. Ich sage nur Corona. Da gab es viele prominente Politiker und die haben so einiges gesagt. Ja, und dann haben wir ja auch, was ja auch zum politischen Spektrum dazugehört, am Dienstag eine Veranstaltung im Forst gehabt mit unserem aktuellen Ministerpräsidenten, Herrn Woidke, im Kompetenzzentrum. Und waren auch die Bauern da. Liebe Bauern, das habt ihr alles richtig gemacht. Und der Herr Woidke, ich habe mir das extra notiert, ist dann zu den Bauern hingegangen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Schließlich ist er ja vom Fach, er kommt ja auch aus der Landwirtschaft. Aber, und hat den Bauern gesagt, wir werden die Ausgleichszulage über 2025 verlängern. 25 Millionen pro Jahr, ganz frisch, vor 3 Stunden beschlossen. Kann er gar nicht. Weil das Haushalt 25 ist. Also, er hat jetzt schon 25 Millionen über den Haushalt 25 versprochen. Er weiß ja gar nicht, ob er noch Ende des Jahres in der Verantwortung ist. Das müssen wir ja erstmal abwarten. Also, und wovon reden wir von der Ausgleichszulage? Die Ausgleichszulage betrifft 25 Euro pro Hektar und nur für die, die es tatsächlich nachher betrifft. Also, es ist irre viel wenig Geld und wie gesagt, der Haushalt 25 muss noch beschlossen werden. Und dazu vielleicht noch interessant, dass in Brandenburg erst letztes Jahr im Herbst die Notlage ausgesprochen wurde. Also mal gucken, welche Notlage es dann Ende des Jahres gibt, wenn es dann darum geht, vielleicht diese Versprechen zu erfüllen. Wir sind jetzt in der Zeit der Wahlversprechen, in der Zeit der Geschenke. Da wird wahrscheinlich noch viel versprochen. Wir müssen uns selber die Meinung drauf machen, was tatsächlich nachher für uns nach oben kommt. Es ist wie alle 4, 5 Jahre, es wird halt viel versprochen. Aber nein, meine liebe Freunde, genau aus diesem Grund sind wir halt nicht hier, sondern wir sind hier, um wieder zum Anfang zu kommen, weil wir für unseren Wohlstand, für unsere Rücklagen auf der Straße stehen. Nämlich die sind aktuell in Gefahr. Wir sind für unsere Kinder auf die Straße, damit sie das Erbe weiterführen können, den Landwirtschaftsbetrieb, den Familienbetrieb oder den Familienunternehmen. Und dazu vielleicht auch noch wichtig, weil wir sind auch auf der Straße mit Inhalten, weil von den anderen tut niemand demonstrieren gegen Wohnungsnot, niemand tut demonstrieren wegen der hohen Inflation, niemand geht wegen der Altersarmut auf die Straße, niemand dort geht wegen der unnötigen hohen Energie, Öl- oder Kraftstoffspeise auf die Straße, niemand geht wegen Bildungsnotstand auf die Straße, niemand wegen der Staatsverschuldung, niemand wegen Masseneinwanderung und niemand demonstriert dort gegen den Krieg oder die Waffenlieferungen. Und das Thema Waffenlieferung ist wieder ein Teil, haben wir in den letzten Teil, dass unsere aktuelle Regierung ein Kriegstreiber ist. Wollen wir ja gar nicht mehr, das sind wir inzwischen gewohnt, dass da immer weiter hingeliefert wird, dass die CDU sich dem jetzt nahtlos anschließen. Mit der Tauruslieferung ja schon lange im Gespräch, aber dass jetzt noch ein CDU-Minister öffentlich sagt, wir müssen den Krieg nach Russland bringen, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wir wollen Frieden, wir wollen friedliche Verhandlungen, wir wollen ein gemeinsames Miteinander. Und genau darum stehen wir auch hier, weil wir haben alle Kinder. Und die wollen auch in Frieden aufwachsen, so wie wir das jahrelang konnten und hoffentlich auch bis zum Ende unserer Tage auch werden. Deswegen, dafür setze ich mich ein und werde auch weiterhin immer meine ganze Kraft geben, damit das einfach mal die Leute begreifen, dass wir mit Waffen keinen Frieden schaffen können. Ja, wenn man, was auch interessant ist in unserer politischen aktuellen Situation, dass es ja noch eine Neugründung einer anderen Partei gibt, zum Beispiel der Werteunion mit dem Herrn Maaßen. Und wer der ein oder andere kennt, den war mal früher unser Verfassungsschutzpräsident. Und der hat jetzt ein paar ganz interessante Sachen gesagt. Man hat ja die Möglichkeit zu wählen, was man halt in Zukunft haben möchte, nicht? Und da hat er gesagt, es gibt einmal die Varianten und einmal gibt es Alternativen. Und die Varianten, dazu zählt zum Beispiel die aktuelle Regierung. Die Variante SPD, FDP, Grüne ist eine Variante. Das könnte aber auch eine andere Variante sein, wie die CDU jetzt schon sagt, wir möchten oder können uns nach der nächsten Bundestagswahl auch vorstellen,
ich möchte mit den Grünen zusammengehen. Ist aber schön, dass Sie uns das gesagt haben, damit wissen wir wenigstens alle, woran wir sind, wenn wir CDU wählen. Ja, aber dann gibt es natürlich auch noch die Alternativen. Und die Alternativen sind die, kann sich jeder nachher selber anschauen, was er daraus macht, die halt noch nicht in der Verantwortung war, die man auch nicht vorwerfen kann. Und darauf kommt es an, wir brauchen eine Alternative in Deutschland, wir brauchen einen kompletten Neuanfang, wir brauchen Politik zum Wohle unseres Volkes und zum Wohle aller hier lebenden und arbeitenden Bevölkerung. Das ist das, was wir brauchen, und dann stimmt doch wieder alles. Und zur Erinnerung, es ist seit Jahrzehnten Taktik sozialistischer Regime, ihre Kritiker als Faschisten und Nazis zu diskreditieren. Diese Methode, die heute wieder so lebendig ist, sollte man immer im Hinterkopf haben. Der Ungarnaufstand gegen den Kommunismus war ein faschistischer Umsturzversuch. Der Arbeiteraufstand gegen den Kommunismus in der DDR am 17. Juni 1953 war ein faschistischer Umsturzversuch. Der Prager Frühling gegen den Kommunismus war ein faschistischer Umsturzversuch. Die Berliner Mauer hieß im DDR-Sprachgebrauch antifaschistischer Umsturzversuch. Schutzwall. Wenn man seine Zahlen nicht sieht. Ja, und wer 2024 die rot-grüne Regierung in Berlin kritisiert, ist halt jetzt auch Faschist. Und das ist genau das Schlimme in der heutigen Zeit, dass man sich irgendwann gar nicht mehr traut, überhaupt was zu sagen. Aber wir sind doch nun einmal Menschen dieses Landes, und wir haben ja uns auch verdient, hier in Frieden und im Wohlstand auch zu leben. Und wir haben das ja auch. Ja? Deutschland hat insgesamt über 1 Billion Steuereinnahmen. Wir müssen bloß mal über die Verteilung sprechen. Das geht auch nicht darum, anderen zu helfen, aber doch, wir müssen auch mal drüber nachdenken, warum haben Rentner 100.000 Euro Rente? Warum können die Bauern nicht in Ruhe ihrer Landwirtschaft nachgehen? Warum muss man ständig neue Regeln erfinden, um irgendjemand wieder zu reglementieren? Das ist komplett unnötig, und da müssen wir dran arbeiten. Und was wir vor allen Dingen brauchen, wir brauchen endlich eine direkte Demokratie, dass wir als Volk mitgefragt werden, ob wir das wollen oder nicht wollen. Ja, und zum Schluss habe ich überlegt, wie kann ich heute aufhören? Dann habe ich unserem Flyer, den wir auch verteilt haben, nochmal zurückzukommen. Und zum Schluss muss ich sagen, wenn mich jemand heute als Rechter beschimpft, weil wir für Frieden statt für Waffenlieferung sind, weil wir für Mittelstand statt Mehrbelastung sind, weil wir für Bauern statt Regulierung sind, weil wir für Digitalisierung statt Bürokratie sind, weil wir für medizinische Versorgung statt Ärzteabwanderung sind, weil wir für Sicherheit statt Kriminalität sind, weil wir für geregelte Migration statt illegaler Einwanderung sind, weil wir für soziale Marktwirtschaft statt Diktatur sind, weil wir für Demokratie statt Extremismus sind und weil wir für ein Miteinander statt Hetze sind, weil wir für Realität statt Ideologie und weil wir für sicheren Ruhestand statt Altersarmut sind. Und wenn das die Punkte sind, dass ich rechts bin, liebe Freunde, dann bin ich gerne rechts. Das ist mir vollkommen egal. In diesem Sinne möchte ich mich nochmal bei euch bedanken. Und ganz doll bedanken möchte ich mich auch heute bei unserer Bürgermeisterin der Stadt Forst, die auch heute anwesend ist und die jetzt auch ein paar Worte zu uns sagen wird. Und ich finde das großartig, dass sie heute den Weg zu uns gesucht hat. Vielen Dank, Herr Bachmann. Ja, liebe Forsterin, liebe Forster, ich habe wie immer meinen Zettel mit, und damit mir auch kein falsches Wort rausrutscht. Ich sage es ganz ehrlich. Ich hatte vor vielen Monaten das Gespräch mit den Organisatoren dieser Veranstaltung, wo ich gebeten wurde, auch mal hier was zu sagen. Und ich habe gesagt, was sind denn Ihre Erwartungen an mich? Ja, Sie möchten bitte die Sorgen und Ängste der Bürger nehmen. Und das kann ich heute nicht, und das konnte ich damals auch nicht. Als Bürgermeisterin der Stadt kann ich nicht alles richtig machen, und ich kann es auch nicht allen recht machen. Dafür sind die Auffassungen oftmals oder auch nur vermeintlich zu weit auseinander oder sind geprägt oftmals auch von Desinteresse. Ich habe mich mit meiner Rede am 4.2. zur Demokratie bekannt, und Herr Bachmann hat es gesagt, dass auch die Teilnehmer hier dafür stehen. Und es ist daher auch folgerichtig, dass ich hier heute
auf dieser Veranstaltung mal spreche. Und als ich eingeladen bin von Jeanette Rösler, hat sie zu mir gesagt, sprich gerne diese Rede vom 4.2. nochmal. Und wenn Sie mir zuhören würden, würde ich das auch gerne machen. Und es gibt noch einen weiteren Grund, nämlich auch auf die Reaktion, dass ich einfach reagiere auf die Reaktion, die ich selber erfahren habe, auf das, was ich dort gesagt habe. Und die in Teilen wie folgt ausgesehen haben. Was tun Bürgermeisterin, Landrat und Ministerpräsident, außer uns als frei gewählte Mandatsträger öffentlich zu beschimpfen? Als Fraktion erwarten wir von der Bürgermeisterin eine ausdrückliche Entschuldigung für ihre verbalen Entgleisungen am 4.2. bei ihrem Auftritt in Forst. Und ich glaube auch nicht, dass ich Ihnen erklären muss, wie hier stille Post in Forst funktioniert. Es sind Gerüchte im Umlauf, was ich angeblich am 4.2. gesagt oder alles getan hätte, was Sie feststellen werden, was so einfach nicht stattgefunden hat. Und das ist auch in meinen Augen kein fairer Umgang miteinander. Das muss man ganz einfach sagen. Ich habe immer den Dialog gesucht und auch nicht nur einmal mit den Organisatoren zusammengesessen. Und wir haben auch ein Format gefunden, was bisher zweimal stattgefunden hat, wo wir uns im Kompetenzzentrum getroffen haben und eben auch unter anderem mal das Thema Russland-Ukraine-Krieg auch mit externer Unterstützung besprochen haben. Nämlich da ist jemand da gewesen, sie war gebürtige Russin und sie war Ukrainerin und er war gebürtiger Russe, war ein Ehepaar. Und ja klar, wenn man sich das mal aus unterschiedlichen Perspektiven anhört, dann kann man sich das anhören. Aber eine Lösung werden wir hier in dieser Stadt dafür nicht finden können. Das ist einfach so. Und was ich Ihnen auf jeden Fall gerne sagen würde, dass ich auch weiterhin einem Dialog offen gegenüberstehe, weil einfach eine Spaltung auch in unserer Stadt nichts zu suchen hat. Wir müssen zusammenhalten. Weil die Problemlagen in der Welt in den vergangenen Jahren einfach sich so angesammelt haben. Wir haben angefangen mit der Corona-Krise, das ging mit dem Russland-Ukraine-Krieg weiter, es geht weiter mit der Energiekrise. Die Bauern sind nicht umsonst auf der Straße und es ist einfach so, dass nicht nur jetzt momentan findet ja die Münchner Sicherheitskonferenz statt, dass nicht nur dort Experten sagen, dass die Weltlage so schlimm wie seit 60 Jahren nicht mehr ist. Ich würde Ihnen jetzt gerne die Rede vortragen, die ich am 4.2. auch gehalten habe. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich stehe heute vor Ihnen, um über die Bedeutung und die Werte unserer Demokratie zu sprechen. In einer Demokratie liegt die Macht beim Volk. Jede Stimme zählt und jeder Bürger hat das Recht und auch die Verantwortung, an Entscheidungen teilzunehmen, sei es durch Wahlen, Diskussionen oder Proteste. Demokratie bedeutet nicht nur die Freiheit zu wählen, sondern auch die Freiheit, gehört zu werden. Es ist das Recht, seine Meinung zu äußern, auch wenn sie kontrovers ist. Und das Recht auf eine faire Behandlung durch die Regierung zu vertrauen. Dieses Vertrauen ist nicht mehr vollständig gegeben. Viele Entscheidungen werden nicht mehr verstanden oder sind auch nicht gewollt. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass die Menschen auf die Straßen gehen und ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Bei uns in Forst ist das schon sehr lange so. Und zu oft wurden genau diese Menschen in eine Ecke gedrängt, in die meisten von ihnen nicht hingehören, nämlich in die Rechte. Als Juristin, die 23 Jahre ihres Berufslebens im Polizeidienst tätig war, sind mir Extremismus in jeder Form zutiefst zuwider. Das schließt sowohl den Links-, den Rechts-, aber auch den Umweltextremismus mit ein. Doch auch Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen, nämlich ihre rechtlichen. Wenn Menschen zu Recht auf die Straße gehen, um zu demonstrieren, dass sie mit vielen, was derzeit in unserem Land passiert, nicht einverstanden sind, dann ist das in Ordnung. Wenn aber Teile von ihnen, auch aus unserer Stadt, dann mit Plakaten unterwegs sind, wo draufsteht, wenn die Ampel aus ist, gilt rechts vor links, dann geht das zumindest für mich zu weit. Ein Interview mit Organisatoren einer Demo in Cottbus bei Antenne Brandenburg am gestrigen Tag zeigt einmal mehr, wo wir in unserer Gesellschaft stehen und was genau nicht sein darf. Mit Blick auf seinen Arbeitgeber hat ein Organisator nicht seinen vollständigen Namen genannt. Es kann doch nicht sein, dass alles vergessen ist, was mit rechter Herrschaft in Deutschland und in weiten Teilen Europas in Verbindung gebracht werden muss. Und doch scheint es so.
wenn der Opfer des Nationalsozialismus oder dem Tag der Befreiung gedacht wird oder dem Pogromgedenken, könnte ich die Teilnehmer schon persönlich begrüßen, denn es sind immer nur dieselben und meistens auch nur zwei Hände voll. Wer glaubt, dass all diese Rechte, die der Großteil der Menschen auch erst seit 1990 hat, die wir alle nur zu gern für uns in Anspruch nehmen und auch immer wieder einfordern, uns erhalten bleiben würden, der irrt gewaltig. In direkter Nähe zu Polen und damit auch zu unseren Partnerstädten und mit Blick auf die Situation in Großbritannien kann auch ich die Gedanken nach einem Verlassen der Europäischen Union nicht nachvollziehen. Sicherlich kann man auch sehr viel an der europäischen Politik kritisieren, aber nur ein starkes Europa ist ein sicheres Europa und bedeutet auch ein sicheres Deutschland. In einer Demokratie müssen wir uns aber auch der Verantwortung bewusst sein. Es ist nicht nur unsere Pflicht und unser Recht, an Wahlen teilzunehmen, sondern auch unsere Pflicht, uns zu informieren, unsere Mitbürger zu respektieren und uns für die Rechte aller einsetzen, auch wenn sie nicht unsere eigenen sind. Gerade die Wahlbeteiligung in den letzten Jahren spricht nicht wirklich dafür, dass die Menschen sich ihrer Verantwortung bewusst gewesen sind. Die meisten von uns haben sich in Sicherheit gewogen und waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, waren auf dem Trip der Selbstverwirklichung und haben zu wenig für das Gemeinwohl und damit auch für die Demokratie getan. Und das ist auch in unserer Stadt in Teilen so. Auf der einen Seite gibt es die vielen Ehrenamtlichen, die sich in ihrer freien Zeit, ob die Kinder, die Jugend, die Alten oder auch um Ausländer kümmern, zum Beispiel in den Sprechcafés, wo Deutsch für den Alltagsgebrauch gelernt wird. Und auf der anderen Seite scheint sich ein Großteil nicht für die demokratischen Prozesse zu interessieren, selbst nicht für das, was in der eigenen Stadt passiert. Nur wenn eine persönliche Betroffenheit gegeben ist, kommen sie in Ausschusssitzungen oder Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung. Ansonsten wird oft nur gemeckert oder ich werde auch persönlich beschimpft. Unser Grundgesetz ist eines der besten und Verfassungsrichter wachen über die Einhaltung dieses und entscheiden auch, wenn dies nicht eingehalten wird, nicht zuletzt auch über den verfassungswidrigen Bundeshaushalt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt nicht die Würde des Deutschen. Das heißt auch die Würde aller Menschen, die mit ausländischer Herkunft in unserer Stadt wohnen und die zumindest ein Recht haben, dauerhaft oder nur zeitweise hier zu sein. Und ich glaube, dass wir in Forst damit kein Problem haben. In unserer Stadt wohnen viele Menschen mit ausländischem Hintergrund, die sehr gut integriert sind. Deutschland ohne Ausländer funktioniert nicht mehr und das trifft auch auf unsere Stadt zu. Was wären wir in Forst ohne ausländische Ärzte, Krankenschwestern oder Pflegekräfte? Und wie würde es in Teilen in der Forster Wohnungsbaugesellschaft aussehen? Fast 100 Wohnungen sind an vietnamesische, brasilianische oder andere ausländische Pflegeschüler vermietet, die in Cottbus oder in der medizinischen Schule des CTK hier in Forst den Pflegeberuf erlernen. Und nicht nur das. Unsere Region befindet sich wieder im Strukturwandelprozess. Viele unserer Nachbarstaaten schauen mit Skepsis und Interesse auf diesen Prozess und fragen sich, ob er gelingen wird. Das wird er dann nicht, wenn weiter unsere Region in die Rechte, in eine braune Ecke gestellt wird, denn wir sind auf Zuzug angewiesen, auf Zuzug aus Deutschland und auf Zuzug aus dem Ausland. Demokratie ist ein ständiger Prozess, der Pflegeengagement und Kompromiss erfordert. Es ist die Aufgabe von uns allen, dieses zu schützen und zu stärken. Es ist nicht alles gut in unserem Land. Vieles kann besser gemacht werden. Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass die Grundprinzipien unserer Demokratie gewahrt bleiben und uns aktiv für eine bessere Zukunft einsetzen. Ich stehe auch weiterhin für einen Dialog in dieser Stadt zur Verfügung und danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Und ich glaube, Sie wissen, dass ich mich für keins dieser Worte bei irgendwem zu entschuldigen habe. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Bürgermeisterin. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind mit diesen Worten. Und jetzt haben wir noch einen Forster Bürger, der uns gebeten hat, auch mal was sagen zu dürfen. Und bitte, deine Bühne. Liebe Friedensfreunde, mein Name ist Frank Lohmeier. Ich komme nicht aus Forst, ich komme aus Neuhausen. Gehört zu diesem Landkreis. Den Weg hier zu euren Demos für Frieden habe ich durch Steffi und Thomas Fitzmann gefunden. Wir sind gemeinsam in Cottbus gegen die unsägliche Corona-Politik der deutschen Regierung auf die Straße gegangen und haben die brutale Gewalt durch auswärtige Polizeieinheiten zu spüren bekommen.
In Ermangelung von Protestveranstaltungen gegen die Kriegspolitik der rot-grünen Bundesregierung in der Stadt Cottbus bin ich seit Monaten hier zu Gast in der Stadt Forst. Ich fühle mich hier zu Hause. Gewaltlos und mit Fahrzeugkorsos wird in dieser Stadt für das Wichtigste, für den Frieden demonstriert. Meine Großeltern und Eltern waren von Zerstörung und Vertreibung durch den Zweiten Weltkrieg betroffen. Nie wieder Krieg. In der uns noch bekannten Nationalhymne von Bertolt Brecht heißt die zweite Strophe: Glück und Friede sei beschieden, Deutschland, unserem Vaterland. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, reicht den Völkern eure Hand. Wenn wir brüderlich uns einen, schlagen wir des Volkes Feind. Lasst das Licht des Friedens scheinen, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint. Hat das unsere Regierung vergessen? Schaut euch 70 Jahre nach dem Ende des furchtbaren Krieges die Stadt Forst an. Seht noch heute die Lücken der Bebauung, die Wunden, die der Stadt durch die Zerstörung zugefügt wurden. Seht die zerstörten Brücken, die es mal gab, die Stegbrücke, die lange Brücke, die in den ehemaligen östlichen Stadtteil gingen. Nach dem Krieg wurde der in Polen liegende Stadtteil Berge fast vollständig abgerissen. Die Trümmer wurden als Baumaterial für Häuser in zentralen polnischen Landesteilen verwendet. Lasst nie wieder solches Elend in Deutschland und Europa entstehen. Diese rot-grüne Regierung muss einer Friedensregierung weichen. Schaut euch dazu auch die Friedensbotschaft der Mittelstandsinitiative Brandenburg an, die von einer sehr großen Anzahl mittelständischer Unternehmen und Bürger getragen wird. Erhebt überall und immer eure Friedensstimme. Seid die Rufer für den Frieden, wie es die Skulptur des Bildhauers und Grafikers Gerhard Marx vor dem Brandenburger Tor darstellt. Gehe durch die Welt und rufe: Friede, Friede, Friede. Dieses Zitat eines italienischen Dichters ergänzt die Plastik der Rufer, die auf der Straße des 17. Juni in Berlin steht. Deutsche Jugend, lasst euch nicht wieder in Uniformen und unter Waffen zwingen. Das Vermächtnis von Antje Vollmer, ehemalige Bundestagsvizepräsidentin von 1994 bis 2005, soll den Abschluss meiner Worte an das friedliebende Forst bilden. Der Hass und die Bereitschaft zum Krieg und zur Feindbildproduktion ist tief verwurzelt in der Menschheit. Gerade in Zeiten großer Krisen und existenzieller Ängste. Heute aber gilt: Wer die Welt wirklich retten will, diesen kostbaren, einzigartigen, wunderbaren Planeten, der muss den Hass und den Krieg gründlich verlernen. Wir haben nur diese eine Zukunftsoption. Dankeschön. War sehr, sehr interessant. Wichtige Worte. Ich denke, gerade in diesen Tagen, wo doch so viel Hass und Hetze gesät wird, das ist umso wichtiger, dass wir uns davon abheben, dass wir halt anders sind und einfach nach wie vor auch für den Frieden da sind und auf die Straße. Vielen, vielen Dank für die Worte. Und ganz besonders glücklich sind wir auch heute, wie wir ja schon geschrieben hatten, dass uns die Mittelstandsinitiative unterstützt, und wir freuen uns da besonders, dass der Herr Knott heute nach Forst gekommen ist, von Cottbus nach Forst, und möchten ihm jetzt gerne das Wort geben. Ja, ich hoffe, das geht so, ja. Irgendwie ist die globale Erwärmung bei euch noch nicht angekommen. Hier ist eine Kälte, das ist nicht zum Aushalten. Ja, also erstmal, mein Name ist Thomas Knott, ich bin Unternehmer, komme aus Cottbus und bin einer der Sprecher der Mittelstandsinitiative. Und wir sind parteiunabhängig, das ist uns ganz wichtig, damit wir nicht in irgendeine Ecke gestellt werden, da, wo wir nicht hingehören. Und auch ich muss vom Blatt oder vom Zettel ablesen, ansonsten nagelt mich die Presse wieder nächste Woche irgendwo an die Wand, wegen irgendwelcher Dinge, die ich so gar nicht gesagt habe. Ja, vielleicht noch erstmal herzlich willkommen hier im besten Deutschland aller Zeiten.
Wer glaubt hier noch daran, dass die, die uns in diese Krise geführt haben, uns nun da auch wieder herausführen? Ich beginne mit einem Zitat. Jede Demokratie ist gefährdet, wenn die Regierenden Wirtschaft und Arbeit nicht einer akzeptablen Ordnung und Verfassung halten können. Je mehr aber die Politiker sich leiten lassen von einer fixierten Theorie oder einer Ideologie, je mehr sie sich leiten lassen von Machtinteressen ihrer Partei, je weniger er im Einzelfall alle erkennbaren Faktoren, alle Entscheidungsfolgen abwägt, umso größer wird die Gefahr von Irrtümern, von Fehlern, von Fehlschlägen. Und deswegen brauchen wir nicht allein den Verfassungsgehorsam der Gesetzgebenden oder Regierenden. Wir brauchen nicht allein die Kontrolle durch ein Verfassungsgericht, sondern brauchen drittens und vor allem die Kontrolle der Politik durch die wählenden Bürger und durch ihre öffentliche Meinung. Kein Geringer hat das gesagt als Helmut Schmidt, als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und auch SPD-Mitglied. Man muss das noch betonen. Und reden wir mal über die Wahlversprechen der einzelnen Parteien. Immerhin haben alle einen Eid geschworen, nämlich Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und da fällt mir spontan ein Plakat ein: Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Züge, Schulen und Internet, ein Land, das einfach funktioniert. Oder damit nach der Miete noch was bleibt. Aber das Beste ist, erlebe dein grünes Wirtschaftswunder. Derzeit erleben wir alle unser blaues Wunder, nämlich mit Verdreifachung der Strompreise, Verdopplung der Gaspreise und auch Verdopplung der Ölpreise. Mit der Maut für LKWs und auch CO2-Umlage und nun weiter deutlich gestiegen, werden wiederum die Bürger um 20% Kostensteigerung für Waren des täglichen Bedarfs auferlegt und zugemutet. Das Papier klebt immer genauso wie die Straßenkleber hier. Mittlerweile hat man den Eindruck, wir wären für die Politik Versuchskaninchen, um zu sehen, an welcher Stelle die Belastungsgrenze für die Bevölkerung erreicht ist. Und wenn die Basis für unseren Wohlstand gerettet werden soll, dann unterstützt diejenigen, die hier versuchen, etwas zu verändern. Immer mehr Unternehmen wie Miele, Stihl, IKEA, um nur einige zu nennen, kehren Deutschland den Rücken. Die Gründe dafür kennen wir alle. Jede politische Kraft, die mit Wahlversprechen an die Macht kommt und sie dann nicht einhält, muss sofort aus ihrer Verantwortung entlassen werden. Ein brennendes Thema ist derzeit auch die politische Spaltung der Menschen in diesem Land. Wer nicht auf Linie ist, wird als Rechts- oder Nazi bezeichnet. Hier läuft derzeit kein Kampf gegen Rechts, sondern der Kampf gegen eine abweichende Meinung. Hier stellt sich die Frage, ist das Grundgesetz in Deutschland noch die Grundlage und das Regelwerk für ein friedliches Miteinander aller Deutschen? Oder gibt es verschiedene Grundgesetze in Deutschland, weil es ja viele Medien und Politiker gibt, die diese Grundlagen des Grundgesetzes, was unser Zusammenleben regeln soll, unterschiedlich interpretieren? Ist dieses Grundgesetz nicht entstanden, um die demokratischen Umgangsformen zu sichern? Wie kann es denn sein, dass Menschen, die sich auf Basis dieses Grundgesetzes verhalten, als Rechts- oder Nazi oder mit anderen Schimpfwörtern betitelt werden? Können wir nicht alle die Erwartung haben an unsere öffentlich-rechtlichen Medien, für die wir entsprechende Gebühren entrichten, dass auch ihre Berichterstattung ausgewogen, sehr gut recherchiert und nicht einseitig praktiziert wird? Mein Gott, ist das hier kalt. Ja, ähnlich verhält es sich mit dem Thema der Demokratie. Wer legt hier fest, was die richtigste Form der Demokratie ist? Sollten wir darauf vertrauen, dass das die SPD, dass das festlegt, die FDP oder die CDU oder die Grünen oder gar die Medien? Könnt ihr noch? Ja.
sich als Demokraten zu bezeichnen und für ein Verbot einer demokratisch gewählten Oppositionspartei zu demonstrieren und sogar ihren Verbot zu fordern, ist tiefstes Mittelalter und zeugt von wenig Demokratieverständnis. Wie kann es nur sein, nur weil eine bestimmte Entwicklung nicht gefällt, davon gesprochen wird, dass sich der andere demokratiefeindlich verhält? Wer legt das fest? Und zu einer gesunden Demokratie gehören auch Streitgespräche, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Standpunkte, verschiedene Sichtweisen und letztlich sollte über die wichtigsten Entscheidungen auch dann die Mehrheit der Gesellschaft entscheiden. Wenn die Altparteien bessere Werte erreichen wollen, sollten sie eventuell mal langsam anfangen, vor ihrer eigenen Tür zu kehren und nicht immer die Schuld bei anderen zu suchen. Auch die Medien werden lernen müssen, dass die Bevölkerung immer mehr mitbekommt, wenn Berichterstattung durch Weglassen oder Verzerren verändert werden und Meinungen gleich mitgeliefert werden, wie man die Welt zu sehen hat. Ist man nicht der Meinung der öffentlich-rechtlichen Medien, ist man Nazi oder wird mit Diffamierung versucht, den Menschen mundtot zu machen. Und ich weiß, wovon ich da rede. Mittlerweile gibt es aber immer mehr alternative Medien, die informieren, und man kann sich selbst eine Meinung bilden. Das könnten wir auch am 8. Januar erleben. Eine objektive Berichterstattung unserer Sternfahrt und Protestaktion Fehlanzeige. 2500 Fahrzeuge waren an diesem Tag am Start, davon 300 aus der Landwirtschaft und der Rest aus allen anderen Schichten der Gesellschaft. Also Mittelstand, Unternehmer, selbstständige Baubetriebe, Anwälte, Steuerberater und normale Bürger. Ähnlich läuft es jetzt wieder mit den Bauern oder auch den Vertretern des LSV und hier Anthony Lee. Solche Beschimpfungen und Verleumdungen und immer wieder wird die Nazi-Keule rausgeholt. Werte öffentlich-rechtliche Medien, nehmt endlich zur Kenntnis, die Minderheit von über 85% wollen das so, wie ihr es immer praktiziert, nicht mehr. Bin gleich fertig. Als Frau von der Leyen vor ein paar Tagen in Davos davon sprach, gegen Falschinformationen ins Feld ziehen zu wollen, zuckten die öffentlich-rechtlichen Medien sicher erstmal hektisch zusammen. Und dann kommt immer die Ansage, die Bürger sollen sparen. Okay, dann sagen Sie den Bürgern doch bitte, wofür sie sparen sollen. Um noch mehr Steuern und Abgaben zu leisten, noch für noch mehr Geld für staatlich-ideologische Investitionen, für die Versorgung von 100.000 arbeitslosen Migranten, für Radwege in Peru, für Habecks Heizungsverbot, für 5 Millionen Boni für den Vorstand der Deutschen Bahn oder damit die Arbeitszeit nicht bis zum 69. Lebensjahr ausgedehnt wird, für die Einrichtung für Meldebüros in den Betrieben mit über 50 Mitarbeitern, für die Finanzierung von Waffen, für die Ausgaben der Bundeswehr, kein Pfennig, kein Cent dafür. Solange die Pleite in Afghanistan nicht sauber geklärt und aufgearbeitet wurde. Uns so einen Bären aufzubinden, die Demokratie wird am Hindukusch verteidigt. Für wie blöd hält uns diese Regierung, wenn jetzt genau das gleiche läuft mit der Ukraine? Helfen ja, die Deutschen waren schon immer Weltmeister in der Hilfsbereitschaft. Aber so wie es jetzt läuft, sollte man den kriegshetzenden Politikern wie Herrn Kiesewetter, und die haben sogar noch das Wort christlich in ihrer Parteibezeichnung, und Frau Strafe Pimpelmann die mediale Bühne entziehen und die rote Karte zeigen. Wenn unsere Ampelregierung Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Innenpolitik, Außenpolitik und hier vor allem eine Friedenspolitik nicht hinbekommt, sollten Sie sofort geschlossen zurücktreten und den Weg freimachen für Spezialisten und Diplomaten. Und alle Kriegshetzer des 21. Jahrhunderts in die Wüste schicken. Ihr habt es gleich geschafft. Ja, vielleicht abschließend noch. Es wird gerade so viel gegen Faschismus auf die Straße gegangen und dagegen protestiert. Aber es ist viel effektiver, auf die Straße zu gehen
für etwas, nämlich für den Frieden. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, der uns alle verbindet. Und deswegen dieser Appell heute. Wir starten in der nächsten Woche mit einer Aktion Liebe Mütter. Und diese Information geht an die Mütter. Steht auf, gebt nicht eure Söhne und eure Töchter her für eine Wahnsinnsentwicklung, eine Kriegstreiberei und eine Kriegsvorbereitung, die derzeit läuft. Werdet wach und wehret den Anfängen. Und ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Nochmal einen herzlichen Applaus für Herrn Knott. Schön, dass er bei uns war. Und wir wollen euch auch nicht weiter überstrapazieren heute. Ihr könnt gerne noch in persönliche Gespräche jetzt gehen. Wir sind der ein oder andere Landespolitiker. Es steht auch hier Getümmel. Man kann auch mal die persönlichen Gespräche jetzt noch suchen. Sind auch noch für euch bereit. Wir wollen nur sagen, wir machen am ersten Montag im März, das ist glaube ich der 3.3. weiter, wie üblich, um 18:30 hier mit einem kleinen Spaziergang, um auch weiter in die Wunde zu drücken, um auch weiter zu sagen, was uns alles nicht gefällt. Das ist unsere einzige Möglichkeit, die wir aktuell haben. Wir müssen einfach dranbleiben und sagen, liebe Freunde, wir wollen Frieden, wir wollen keine Spaltung, wir wollen keine Hetze sehen, wir wollen einfach Frieden. Und 4.3. gut. 4.3. ist Montag. Und dann mit dem letzten Wort, was ich sagen möchte, ist mir die Tage so eingefallen, als wieder mal unsere etablierten Medien das neue Demokratiefördergesetz vorgestellt haben, das ja jetzt noch mehr gesperrt wird. Also wir sollen uns ja nirgends mehr informieren. Und alles nur noch, alle auf Linie bleiben, das hatten wir ja auch schon mal, ich glaube, das war alles vor 89. Aber da ist mir so eingefallen, eigentlich, liebe Freunde, das sind meine letzten Worte, wart ihr auf den Tag, wo sie an der Ampel den grünen Pfeil abmontieren. Weil schließlich werden wir ja aufgefordert, rechts rumzufahren. In diesem Sinne, guten Heimweg. Danke.